So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein kleines Tutorial, und zwar geht es heute darum, wie man ein Mobile Game, was man auch normal auf dem Handy spielt, auch auf Twitch streamen kann, ohne eine Elgato-Karte. Das Ganze ist jetzt funktioniert für Android in dem Sinne. Für die iPhone-Nutzer unter euch, sorry, keine Ahnung, ich habe kein iPhone, von dem her weiß ich nicht, aber es sollte, glaube ich, nicht funktionieren, hat der Crusher zu mir mal gesagt. Von dem her zeige ich euch jetzt mal, wie es für Android funktioniert und wie gesagt eben ohne Elgato. Dafür ladet ihr euch BlueStacks runter. Download-Link kommt in die Videobeschreibung. Und damit bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Ich öffne das gerade eben mal. Das ist wie so ein zweiter Desktop quasi. Und der ermöglicht euch, jedes Mobile Game, was ihr eben spielen wollt oder spielt, auch auf dem PC zu starten, ohne dass ihr euer Handy spiegelt oder mit USB anschließt. Das heißt, ihr geht dann eigentlich auch einfach also ihr meldet euch hier an und geht dann auf den Google Play Store und könnt euch dann eben Spiele runterladen. Ich habe jetzt hier mal Clash Royale und Mobile Legends runtergeladen. Clash Royale, also man kriegt dann auch hier so ein Desktop-Item, wo man das dann direkt starten kann. Ich starte es jetzt mal. Hier kriegt man dann kurz eine Steuerungserklärung, kann man auch bearbeiten, wie das dann eben gesteuert wird, weil ihr steuert es ja jetzt nicht mit dem Handy, sondern mit Maus und Tastatur. Das funktioniert hier ganz gut. Also ihr könnt euch dann auch mit eurem Account anmelden ins Spielerprofil, was ihr eben auch auf dem Handy habt. Dann habt ihr dann alles, den Fortschritt, was ihr eben auf dem Handy habt, auch auf dem PC. Und dann könnt ihr das Ganze einfach in OBS Streamlabs zum Beispiel mit einfügen. Ich öffne es jetzt gerade mal. Ich habe das jetzt schon hier so ein bisschen zusammengeführt. Hier meine Sub-Goals und Last Follower. Den Hintergrund habe ich mir eingefügt. Hier die Facecam, wie ihr mich gerade seht und ich rede. Und hier eben quasi das Spiel eingefügt. Hier habe ich dann noch eine Chatbox eingefügt. Wenn ihr quasi dann im Livestream-Chat bei mir chattet, kommt es hier drin. Schaut natürlich auf meinem Livestream vorbei. twitch.tv/hangemau live. Da könnt ihr das Ganze dann auch live verfolgen. Lasst auf jeden Fall ein Follow da. Ja, es werden auf jeden Fall noch weitere Videos folgen, beziehungsweise sind in der Mache, müsst oder sind vielleicht auch schon online, wenn ihr, je nachdem, wann ihr das Video seht, wie ihr zum Beispiel Streamlabs generell konfiguriert, wie ihr Szenenwechsel machen könnt, wie ihr eben diese Last Sub, Last Follower, Last Donator Sachen einfügt oder was auch immer, mache ich eben gerade Tutorials. Wenn ihr da Fragen dazu habt, generell oder auch zu der Geschichte, schreibt es in die Kommentare. Gebt natürlich einen Daumen hoch, abonniert auch den YouTube-Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Dann sage ich, jo, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.